Einen wunderschönen guten Morgen. 22. Dezember. Wir gehen mit großen, großen Schritten dem Ende dieser kleinen Videoserie entgegen. Aber nicht, bevor ich euch ein weiteres Case vorgestellt habe. Das ist von der Firma Picata, das McEase Case Nummer 3. Das Besondere an diesem Case ist, dass es wahrscheinlich auf den ersten Videoblick sehr flimsig wirkt, so dünnes Case. Und es ist auch wirklich dünn, es ist nicht mal einen Millimeter dick. Aber das Lustige ist, es ist verdammt robust. Es ist nämlich aus Aramidfaser, besser bekannt als Kevlar. Das hält also wirklich alles aus, was ihr so dem Case antut. Also das Case ist ja dafür gedacht, dass es eventuell so Schläge gegen euer Telefon abhält und Stöße abfedert und euer Telefon bleibt ganz und die Hülle nimmt es in Kauf. Und da ist sowas hier, was richtig, richtig widerstandsfähig ist, natürlich gut und sehr dünn. Also die sehr leicht, sehr dünn, die trägt halt kaum auf. Sie machen eine sehr interessante Wahl, indem sie viele Aussparungen haben. Man sieht es unten, man sieht es an den Knöpfen und man sieht es sogar oben. Und das bedeutet, ihr greift nicht auf das iPhone, auf die iPhone-Knöpfe zu, durch eine Hülle, durch Knöpfe an einer Hülle, sondern fasst die tatsächlichen Buttons an dem Telefon an. Und das finde ich sehr nett. Es ist sehr leicht eingesetzt, logischerweise. Und trägt nicht auf, das habe ich glaube ich schon gesagt, aber es ist ein entscheidender Faktor, dass sowas nicht ein sehr schlankes Telefon sehr dick macht. Wie gesagt, die Lippen fehlen, das ist, es ist sehr interessant zu handeln für mich. Ich finde es sehr nett und was man wahrscheinlich beim ersten Mal, oder ich habe es auch übersehen, ehrlich gesagt, beim ersten Mal, diese Faser, die hier auf der Rückseite gewoben ist, die hat bei diesem Modell so ein Streifen, das ist eine andere Faser, die hier gewoben ist. Das ist eine Naht. Das ist nicht einfach nur Farbe und angemalt, sondern es ist eine Naht, die man wirklich spürt. Fässt sich voll cool an. Also ist wirklich nett anzufassen, muss ich sagen. Insgesamt, ist, man würde vermuten, es ist glatt, aber es ist eher griffig dadurch, durch dieses Case. Und ist auch so ein Aushängeschild von so einem Case, ne? Dass es so ein bisschen griffiger die Telefone macht. Hat die eine Lippe um die Front, wenn man es auf so Tischplatten auflegt, dann liegt nicht das Glas vom iPhone auf, sondern das Case. Genauso beim Kamerabuckel auf der Rückseite. Das Logo ist sehr, sehr mini, das hier auf der Rückseite ist. Also kaum zu sehen, was ich auch immer ein Aushängeschild finde, wenn Firmen den Mut haben, einfach ihr Logo nur klein aufzudrucken. Wenn sie nicht sich in voller Breite entfalten möchten. Magnete sind drin, natürlich. Magnete sind trotz dieser 1 mm Größe, so dünn wie eine Kreditkarte, sind trotzdem Magnete drin und ist damit MagSafe-kompatibel. Eine sehr interessante Wahl, wie ich finde. Von einem Case mal was ganz anderes. Sowas habe ich ansonsten nicht. Gefällt mir sehr gut. Ausgesprochen gut, wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen, auf jeden Fall, an dieser Stelle noch einmal wieder. Also ich bin da. Würde mich freuen, wenn ihr auch reinschaut.